Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlauts-Video. Heute geht es um einen Spaziergang im Nine Creek Valley. Das Nine Creek Valley ist relativ leicht zu erreichen, zum Beispiel von der Gelben Drachenhöhle mit dem Bus Nummer 87 fährt man direkt dorthin und steigt an dem Dorf Yang Mei Ling aus. Yang Mei Ling ist ganz interessant, insbesondere um Qingming herum, weil dort wird der Tee geerntet und es gibt relativ viel zu sehen für Leute, die sich für Tee interessieren. Auf jeden Fall sehr sehenswert, aber das mal in einem anderen Film. Wenn man das Dorf durchquert hat, dann kommt man in das Nine Creek Valley. Der Name ist hier kurz erklärt. Dieser Weg ist traumhaft schön und er ist immer wieder durchzogen von kleinen Bächen, die man überqueren muss. Und links und rechts sind Teefelder mitten in einem subtropischen Wald und man kann dort in aller Ruhe die Natur genießen. Die Wanderung durch das Tal ist nicht sehr lang, vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden, je nachdem wie schnell man ist bzw. wo man einkehrt. Unterwegs sind ein paar Teehäuser, an denen man Pause machen kann. Oder einfach Orte, wo man ein bisschen picknicken kann oder wo man ausspannen kann. Es gibt verschiedene Sehenswürdigkeiten auf dem Weg dorthin, aber wie ich finde, die schönste Sehenswürdigkeit ist eigentlich die Wanderung selbst, weil das ist wirklich sehr entspannend, sehr ruhig, sehr angenehm. Und es ist insofern nochmal besonders, weil man ja eigentlich mitten in der Stadt spazieren geht. Das ist schon sehr ungewöhnlich und das ist etwas, was nur Hand zu hat, meines Wissens. So, und jetzt viel Spaß mit den Impressionen soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.